Herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes und unserer Studie in Grün. Wie ihr seht, bin ich hier nach wie vor in dieser Herleitungsansicht und ich habe jetzt ja beim letzten Mal den, Bernard Marley verdächtigt. Dann war ich mir nicht mehr sicher und habe dann zuerst den Yellingham verdächtigt und dann bin ich auch nochmal auf die Leitung zu Albert gekommen. Ich weiß noch nicht, was ihr geschrieben habt, denn ich nehme natürlich im Voraus auf. Ich habe jetzt aber mal tatsächlich noch nachgeguckt und ich will das hier auch tatsächlich zeigen, was richtig ist und tatsächlich wäre Albert der Schuldige. Und zwar mit, Albert hat einen zwergwüchsigen Komplizen eingesetzt, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias Greystoke und später die weiteren Clubmitglieder durch den Fluch umgekommen seien. Keine Gnade für Albert, er hat aus Rache getötet mit einem zwergwürdigen Komplizen, sie sollten beide ins Gefängnis gehen. Das ist die richtige Entscheidung. Da muss ich leider einhaken, das finde ich immer noch diskutierenswert. Ja? Also, es stimmt zwar, dass ein Automat, wenn der wegrennt, das ist schon ziemlich krass, ja. Also das wäre wahrscheinlich eher im Bereich Fantasy, aber nun gut. Dann, aber trotzdem, also ein zwergwüchsiger Komplize, der ihn dann plötzlich selber angreift, warum eigentlich? Warum greift er ihn an? Weil Sherlock Holmes den auf die Schliche gekommen ist? Oder weil er ihn nicht zahlen wollte oder konnte. Konnte kann ich mir nicht vorstellen, denn immerhin ist das Haus voller Reichtümer gewesen, ja, von Albert. Dann muss dieser zwergwüchsige Komplize, der passt zwar durch das kleine Fenster da oben, aber kann der einen Speer aus Metall werfen, der einen Mann durchdringt? Ja? Seid ihr euch sicher? Und dann auch noch der Zwergwüchsige, der also die große, schwere Statue auch nochmal irgendwie wegtragen muss. Da hatten wir am Anfang Spuren im Garten gesehen. Also für mich ist das leider, leider diese Episode nicht so wirklich schlüssig. Wir werden uns jetzt natürlich trotzdem angucken, was der eigentliche Schluss ist. Entscheidung bestätigen. Ich finde es halt auch irgendwie total merkwürdig, dass wir vor diesem Kleinwüchsigen nie irgendwas gesehen haben. Wir hätten da irgendwie nachforschen müssen, hätten wir den Kleinwüchsigen gefunden, dann wäre das alles wieder ganz anders gewesen, dann wäre es wahrscheinlicher. So haben wir nichts. Mr. Orbit. Oh, Ihr Sohn ist zu Besuch. Ja, wie Sie sehen. Wir müssen uns unterhalten. Es betrifft auch die Polizei. Verstehe. Gulliver geht zu unserer Nachbarin Mrs. James. Das hier ist nichts für Kinder. Ach, nur eine Sekunde, bitte. Ein Pygmäe? Wie ich vermutet habe, er brachte ihn aus Brasilien mit. Sie waren dort beide Sklaven und sind zusammen entkommen, richtig? Absolut richtig. Wir sind Kameraden bis zum Tod. Er ist wie ein Bruder für mich. Jetzt ist alles klar. Sie und Ihr Komplize sind schuldig des Mordes an Zacharias Greystoke. Sie mussten für Ihre Taten büßen. Wenn ich Sie doch nur alle erwischt hätte. Aber Gulliver hat nur meine Anweisungen befolgt. Darüber wird das Gericht entscheiden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es Gnade für einen Pygmäen gibt, der Engländer auf dem Gewissen hat. Tja, tatsächlich habe ich so ein bisschen den Brief vergessen, den ich unten drin gefunden habe. Nur ist dann wieder die Kritik, warum wird dieser Brief nicht mit als Hinweis irgendwie verwertet? Also das hätte man irgendwie noch mit reinbringen müssen, finde ich. Also, dass er in der Sklaverei verfallen war, ja, das wissen wir, das haben wir mitbekommen. Dass er Kontakt mit irgendjemandem aus der Zeit hatte, haben wir auch eben durch diesen Brief mitbekommen, aber dass derjenige tatsächlich ein Pygmäe ist, das haben wir nicht mitbekommen. Wir wissen auch nach wie vor nicht, warum der Pygmäe dann den Typen angegriffen hat. Oder soll das, also jetzt denk mal anders, also wenn das eine Inszenierung gewesen ist, da oben in dem Kabuff, als wir also eingedrungen sind in seine Wohnung, wenn das eine Inszenierung gewesen ist, warum sollte er dann den Hinweis geben, dass
der Pygmäe durch das Fenster abgehauen ist, also der Angreifer, weil es eine kleine Statue gewesen sein soll. Aber warum dann der Pygmäe? Also das macht keinen Sinn. Wenn er das installiert hat, um den Verdacht von sich abzulenken, muss er doch nicht auf etwas Kleinwüchsiges zurückgreifen. Sondern hätte er ja irgendwas nehmen können. Das wäre ja sogar blöd gewesen, das zu machen. Und wenn das keine Inszenierung gewesen ist, der Pygmäe tatsächlich sauer gewesen ist, warum ist er dann das erste Mal durch das Dach abgehauen und ist jetzt gerade einfach wieder bei ihm? Tut mir leid. Da ist für mich nach wie vor einiges im Unreinen bei dieser Studie in Grün. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch irgendwas anderes übersehen, aber tatsächlich ist das ein bisschen merkwürdig. Wir werden uns mal dem nächsten Fall zuwenden. Albeit verabscheute seine Expeditionskollegen, weil sie ihn im Stich gelassen hatten. Der Mord wurde durch seinen Komplizen begangen und sollte mit dem Fluch vertuscht werden. Sie müssen beide eingesperrt werden. Ja, Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden Sie Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung treffen. Nein, wir wollen das jetzt tatsächlich abschließen. Tja, kommen wir zum nächsten Fall, nämlich Schein oder Sein. Vater, Mr. Orson Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Orson Wilde, du weißt schon, amerikanischer Theaterstar. Er ist zu Besuch und bleibt bei uns. Du hast es vergessen. Nein, nicht das, sondern dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen haben. Ablehnen mit einer Ausrede, eingeschnappt reagieren, andere Lösungen vorschlagen oder widerwillig akzeptieren. Nein, das ist eindeutig eine Überschreitung. Das geht gar nicht klar von dieser Nachbarin. Warum bleibst du nicht bei Mrs. Hudson? Aber Miss Caitlin hat mehr mit Miss Alice gemeinsam. Och, jetzt fällt die uns in den Rücken. So gut. Mrs. Hudson, Mr. Wilde ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Ich fasse es nicht. Der große Sherlock Holmes. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen... Gehirnen? Alter, was ist das denn für eine Schießbudenfigur hier? Oscar Wilde. Von wegen. Führen Sie Ihre Charakteranalyse durch. Also, dann wollen wir mal loslegen. Ein gepflegter Schnurriss. Gott, den können wir ja gar nicht, aber hier. Halstuch. Folgt den neuesten Modetrends. Ja, aber sowas von. Amerika. Aufstecknadel mit Flagge. Will auffallen oder amerikanischer Stolz. Da würde ich jetzt mal fast das hier nennen. Ich habe übrigens mich entschieden, auf jeden Fall nicht auf die durchsichtigen Dinger zu gucken, ja, auf die leicht geblurrten Schriftarten, das wollte ich nur nochmal anmerken. Tabak, Holmes Lieblingssorte, ach was, will er sich etwa bei uns einschmeicheln? Sowas. Orson Wilde, personalisierte Stiefel. Ja, das ist doch mal was. Was haben wir hier noch? Da. Taschenspiegel. Selbstverliebt oder Schauspielerwerkzeug? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Ist das ein Schauspielerwerkzeug? Ein Taschenspiegel? Ich glaube nicht. So wie der auftritt, ist der selbstverliebt. So, was haben wir jetzt? Amerikanischer Stolz? Oder will auffallen, wenn er selbst verliebt ist, dann will er natürlich auch eigentlich eher auffallen. Wieder schwierig, das zu entscheiden. Ja, das könnte eigentlich beides sein. Amerikanischer Stolz und will auffallen. Ob er jetzt in Großbritannien mit, naja doch, mit einer amerikanischen Flagge, will er vielleicht auffallen in Großbritannien. Das kann schon sein. Lassen wir das mal so. Ungenaue Analyse, na toll.
Der noch nicht ganz 30 Jahre alte Orson Welles ist ein Star der amerikanischen Theaterszene und ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle des Sherlock Holmes vorzubereiten. Es ist möglich, dass sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabaksorte wie Holmes. Er ist narzisstisch veranlagt und folgt den neuesten Modetrends. Er betrachtet sich gerne selbst im Spiegel. Er trägt eine Anstecknadel in der Form der US-Flagge, um Aufmerksamkeit zu erregen. Na gut, jetzt steht das hier alles drin, aber es ist eine ungenaue Analyse und damit ja fehlerhaft. Oder wie, oder was, oder warum? Mr. Wilde, Ihr Zimmer. Reizend. So eine faszinierende Stadt. Wir müssen reden. Lieber nicht. Du wirst wieder verärgert sein. Wiedersehen, Mr. Wilde. Die ist ganz schön vorlaut. Ist es schon 5 Uhr? Ich denke, ich werde Mrs. Hudson um eine Tasse Tee bitten. Alrighty. Alrighty, alrighty. So, Chardé. Da haben wir schon wieder eine ungenaue Charakteranalyse hingelegt. Also, finden Sie mehr über Orson Welles heraus. Ist natürlich witzig, weil das so eine Verballhornung aus Oscar Wilde und Orson Welles ist. Ein amerikanischer Theaterstar ist zu Besuch bei Sherlock Holmes, um sich auf seine neue Rolle vorzubereiten. Als ein nächtlicher Zwischenfall das ungewöhnliche Paar in einem gefährlichen Fall katapultiert. Was werden Sie herausfinden? Was jetzt? Uns beide, mich und Orson Welles oder was? Hey, Toby! Ach, hör doch auf, Toby. So schlimm war dein Schaumbad auch wieder nicht. Nice. Finde ich gut. Was ist denn hier los eigentlich? Hallo? Mr. Holmes, ich heiße Tabitha Fulk und bin eine der Krankenschwestern des Westgate-Gefängnisses. Ich kümmerte mich bis vor kurzem um Mr. Albright, der mich bat, Ihnen nach seinem Tod zu schreiben. Bis zu seinem letzten Atemzug blieb er wütend und verbittert und weigerte sich, den Allmächtigen um Vergebung zu bitten. Ihnen, Mr. Holmes, warf er vor, ihm seinen letzten Wunsch verwehrt zu haben. Ihn in seinen letzten Tagen zu beobachten, war eine sehr traurige Angelegenheit. Respektvoll, Tabitha Fulk. Ich hab ja gesagt, dass das die falsche Figur ist. Das ist ja schön, dass hier nochmal auf diese Weise ein alter Fall aufgelebt wird. Oh, und hier hat jemand was mit einer Gabel an den Schrank gepinnt. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Reuben Fischer? Sie sind ein armseliger Detektiv, das sollte mal gesagt werden. Sie haben den Grund für das Ganze einfach nicht verstanden. Wir hatten das kleinere Übel gewählt, um eine bessere, strahlendere Zukunft zu erreichen. Es mussten einige wenige geopfert werden, um der großen Mehrheit zu helfen. Eines Tages werden Sie sich noch an diese Worte erinnern. Absolut hochachtungsvoll, Dr. Reuben Fischer. Alle verrückt! Aber so richtig. So. Heißt das, wir werden jetzt in seinem Zimmer schnüffeln gehen? Ja, natürlich. Wir gehen erstmal durch seine Klamotten hier. Ah, Wilde hat sich schon regelrecht breit gemacht. Hatten die das eigentlich angesagt, dass dieser Theatertyp kommt? Wilde hat alles für eine perfekte Tarnung. Brauchen Schauspieler all das? Ja, aber Detektive eben, ne? Hier können wir noch irgendwas angucken. Können wir noch? Hier. Blauer Lippenstift. For face and booty. Body natürlich. Entschuldigung. For face and... Ist das Beauty Pencils? Beauty Pencils. So, kann ich mal bitte von oben den sehen? So. Können wir denn hier noch irgendwas... Das ist Theaterschminke. Ja, das war jetzt ja... Hat er sich voll gelohnt, hör mal. Haben wir noch was? Pinsel. Das sind Theaterpinsel. Hier. Ich nutze die gleichen Make-up-Pinsel. Ja. Hier, gebt ein wunderschönes Pärchen ab. Ist das zum Pudern?
Was steht hier? Oh Gott, das kann man ja gar nicht lesen. Leni Herrick oder so irgendwas. Oh. Ach, Gesichtspuder von exzellenter Qualität. Ja, nimm mal eine Nase voll. Da ist ja mein Hut. Vater? Ich probiere gerade... Du hast da etwas im Gesicht. Ist das etwa Schminke? Kann schon sein. Ich probiere gerade meine Masken aus. Oh. Ey, die gehört so übers Knie gelegt. Verdammtes Gör. Nein, nicht anfassen! No, no. Genau, fass, Tobi. Beiß dem Wild ins Wadenbein. Ah, Mrs. Hudson. Mit dem Tee. Nicht ganz. Wir bekommen Besuch von einer Dame, die recht ratlos zu sein scheint. Guten Tag, Gentlemen. Mein Name ist Mary Sutherland. Ich komme zu Ihnen, Mr. Holmes, weil ich alles dafür geben würde, zu erfahren, was aus Mr. Hosmer Angel geworden ist. So ungeduldig, Miss Sutherland. Mr. Hosmer Angel ist verschwunden. Und mein Vater, Mr. Windybank, unternimmt nichts. Das macht mich so wütend. Alter, was hat die denn auf der Nase hier? Nur so eine tonnenschwere Brille tragen. Trägt oft eine Brille, ja. So, was haben wir hier? Teure Brosche. Will auffallen, sie ist reich. Das würde ich jetzt eher denken. Verlobungsring. Oder Familienerbstück. Sieht aus wie Verlobungsring. Woher soll ich denn wissen, ob das jetzt ein Familienerbstück ist? Wahrscheinlich trägt man das dann am anderen Finger, ne? Am Ringfinger. Und nicht am Verlobungsfinger. Oh, was ist denn hier los? Das ist aber sehr hastig eingekleidet. Unterschiedliche Schuhe. Hat ihre unterschiedlichen Schuhe nicht bemerkt. Tschüss. Trägt heute keine Brille. Voll der Schluss. So. Ja. Haben wir ja schon alles. Hat ihre unterschiedlichen Schuhe nicht bemerkt. Trägt oft eine Brille. Verlobungsring. Sie ist reich. Ja, weil auffallen will sie auf, würde ich jetzt nicht sagen. Das würde mich sehr wundern. Oh Gott, ich habe jetzt ja inzwischen schon Angst, wenn ich Analyse bestätigend tippe. Yes! Ich kann halt einfach mit Frauen besser, ne? Mary Sutherland ist eine gutmütige junge Frau im Alter von 25 Jahren. Genau mein Jagdrevier. Sie hat ziemlich schlechte Augen. Sie hat nicht bemerkt, dass sie zwei unterschiedliche Schuhe trägt. Mary ist eine wohlhabende junge Dame. Sie ist verlobt. Was mich nicht abhalten würde. Mr. Windybank ist sicher ihr Stiefvater, da ihre Namen nicht gleich sind. Stimmt, ich nenne ihn Vater, auch wenn er kaum älter ist als ich. Ihre Mutter ist noch am Leben? Oh ja, aber ich war nicht begeistert, als sie so schnell nach dem Tod von Vater wieder heiratete. Und dann noch einen so viel jüngeren Mann. Was verbindet Sie mit diesem Mr. Hosmer Angel? Ich lernte ihn auf einem Ball kennen. Mr. Windybank wollte nicht, dass Mutter und ich hingehen. Er möchte nie, dass wir ausgehen, aber auf den Ball wollte ich unbedingt. Zum Glück musste er geschäftlich nach Frankreich reisen und konnte so nichts dagegen tun. Und da lernte ich Mr. Angel kennen. Danach trafen wir uns wieder und gingen öfters zusammen spazieren. Aber dann kam Vater zurück und wir hörten auf, uns zu sehen. Warum möchte Ihr Stiefvater nicht, dass Sie ausgehen? Nun ja, er mag das nicht. Er ist der Meinung, dass eine Frau im Kreise ihrer Familie glücklich genug sein könne. Mhm. Der Vater hat anscheinend auch ein sehr trauriges Leben hinter sich. Wollte Mr. Angel Sie danach nicht mehr wiedersehen? Nun, Vater wird in einer Woche wieder verreisen. Und Hosmer schrieb mir, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns nicht sehen würden, solange Vater noch da ist. Danach hörte er auf zu schreiben. Tja. Sie sind verlobt? Oh ja, gleich nach unserem ersten Spaziergang haben wir uns verlobt. Dann ist das ja auch alles anständig, hör mal. Dann weiß ich ja gar nicht, was der Vater dagegen hat.
Haben Sie ein eigenes Auskommen? Ja, ich habe geerbt. Von meinem verstorbenen Onkel Ned in Auckland. Dann haben Sie natürlich alles, was man sich wünschen kann. Nun, ich lebe bei meiner Familie und will ihr nicht zur Last fallen. Daher verfügt sie über das Geld. Ach was. Das ist ja mal eine interessante Information. Gerade wenn der Vater da mit im Spiel ist und irgendwie sie da behalten möchte. Da haben wir schon den Schuldigen. Fall abgeschlossen. Wie ist Mr. Angels Adresse? Das weiß ich nicht wirklich. Seine Briefe habe ich alle an ein Postfach in der Leadenhall Street geschickt. Tja. Können Sie mir noch irgendetwas über Mr. Angel erzählen? Er ist sehr schüchtern. Er geht lieber abends mit mir spazieren, um Diskretion zu wahren. Ich habe eine Vermisstenanzeige in der Zeitung aufgegeben. Hier haben Sie eine Kopie und einen Brief von ihm. Ah, ein Liebesbrief. Ja, verstehe. Wie ich vermutet habe, das bestätigt meine Schlussfolgerungen. Welche Vermutungen, Mr.? Mr. Wilde. Holmes, sagen Sie es ihr. Nee, ich will es von dir hören. Mehr über Orson Wilde herauszufinden, abgeschlossen. Mary Sutherlands Fall lösen. Das wäre wohl das Nächste, was wir machen müssen. Lass uns erstmal hier drauf gucken. Nee, das ist ja gar nicht der Brief. Oder doch. Öffentliche Anzeige. Vermisst. Ein Gentleman namens Hosmer Angel ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Mr. Angel ist circa 5 Fuß 7 Zoll groß, sowie kräftig gebaut und hat eine blasse Haut. Seine Haarfarbe ist schwarz und er trägt einen gar entzückenden buschigen Backenbart. Und noch einen Schnurrbart dazu. Für gewöhnlich trägt er eine getönte Brille. Total cool. Das letzte Mal wurde Mr. Angel in einem schwarzen Seidengehrock, einer schwarzen Weste sowie einer grauen Harris-Tweedhose gesehen. Er arbeitet in einem Büro in der Leadenhall Street, wer denn nicht gerade auf der Straße unterwegs ist und Magietricks zeigt. Bitte melden Sie sich umgehend, sollten Sie Informationen zu seinem Verbleib haben. Hinweise, mit Hilfe derer dieser Gentleman gefunden wird, werden fürstlich belohnt werden. Nun gut. Haben wir denn den Liebesbrief nicht auch noch? Ach doch, der ist hier auch noch unten drunter. Hier, der Liebesbrief. Meine geliebte Mary, sorge dich bitte nicht. Glaubst du etwa, ich sage etwas zu deiner Familie, die nicht das Geringste von Liebe versteht? Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war, oder nicht? Viel zu wenig Zeit. Aber genug für mich zu wissen, dass du die Liebe meines Lebens bist. Von jetzt an möchte ich keine Sekunde ohne dich verbringen. Nichts wünsche ich mir sehnlicher. Ich liebe dich über alles und ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater endlich wieder verreist, damit wir uns endlich wiedersehen können. Dein Hosmer Angel. Oh. Nee. Das ist seltsam. Der Liebesbrief wurde getippt. Korrekt. Ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist. Ach so. Konzentrieren Sie sich auf Details. Oh Gott, das kann man ja überhaupt nicht lesen. Gute Papierqualität, recht glatt. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Hosmer Angel hat den Brief nicht unterschrieben. Sehr mysteriös. Ja, das bestätigt ja eher das, was ich mir so denke, ne? Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Miss Sutherland traf Hosmer Angel nur dann, wenn ihr Stiefvater fort war. Sehen wir uns diesen Brief genauer an. Oha, jetzt wird's interessant. Also hier sagt er auf jeden Fall Vater und hier sagt er Stiefvater. Vielleicht ist das schon eine Sache, die in irgendeiner Form interessant ist. So, was sollen wir denn jetzt finden? Etwa hier, das F von Familie. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Miss Sutherland, ja. Haben Sie noch weitere Briefe von Mr. Angel? Leider nein. Aber ich habe einen Brief von meinem Vater aus Paris dabei. Hier. Na, das ist ja mal ein Zufall.
Ah, so ein Zufall, dass der auch getippt wurde. Liebe Mary, ich habe die Gelegenheit gefunden, dir diesen kurzen Brief zu schreiben und hoffe, dass es dir und deiner Mutter gut geht. Frankreich ist reizend, aber hier ist es auch nicht anders als sonst wo. Überall Halunken, die ihren Frauen etwas vormachen und sie schlecht behandeln. Heutige Männer sind so ehrlos, sie zögern nicht, jemandem das Herz zu brechen. Ich hoffe, du bist eine folgsame Tochter und kümmerst dich um deine Mutter und hörst auf meinen Rat. Zu Hause bleiben. Bin bald zurück. Dein Vater. Das ist ja eher wie eine Drohung, hör mal. So, das F ist aber nicht... Auch dieser Brief ist maschinengeschrieben. Recht gewöhnliches Papier, von hellgelber Farbe. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Ich hoffe, du bist eine folgsame Tochter. Meinen Rat, zu Hause zu bleiben. Ja, können wir das jetzt noch... Ah, dein Vater. Das ist die Unterschrift des Stiefvaters? Der Stiefvater will, dass seine Tochter zu Hause bleibt. Sehen wir uns diesen Brief genauer an. So, jetzt das F genauso. Ja, natürlich, das F passiert genauso auf die gleiche Weise, der Tippfehler. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Ein Klassiker. Beide Briefe weisen Buchstabenfehler auf. Untersuchen wir sie genauer. So, also Familie. Dieser hier ist fehlerhaft. Frankreich. Aha. In beiden Briefen weist derselbe Buchstabe denselben Fehler auf. Was haben wir hier? Weiter, Frankreich. Haben wir denn noch andere Fehler? Ah, Ü. Das Ü. Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Und ein überall. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Das ist ja schon sehr, 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 sehr verdächtig, hör mal. Das Ö ist auch nicht ganz parat. Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Aus den Buchstabenfehlern kann man schließen, dass diese Briefe auf derselben Schreibmaschine entstanden sind. Tada! Ich bin Sherlock Holmes, ich weiß Bescheid. Da-da-da-da. Ich bin ein ganz großer Detektiv. Da-da-da. Ich hab total die klassische Detektivarbeit betrieben. La 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 la. Das war jetzt echt einfach. Abdrücke auf der Nase. Verschiedene Schuhe. Mary hat schlechte Augen und ist kurzsichtig. Nummer 1. Marys Vermögen. Und Mary Sutherlands Vater setzt alles daran, dass sie zu Hause bleibt, beziehungsweise Geschäftsreisen. Mary Sutherland und Hosmer Angel haben sich nur dann getroffen, wenn ihr Stiefvater weg war. Heimlich tourischer Mann. Das klingt sehr merkwürdig. So, ich würde jetzt mal das hier zusammenpacken. Die Familie möchte, dass Mary bei ihr bleibt und nicht heiratet, weil sie sonst nicht mehr auf Marys Geld zurückgreifen könnte. Mary und ihr Stiefvater vertrauen einander. Er möchte, dass Mary zu Hause bleibt und nicht ausgeht, weil das seiner Meinung nach das Beste für sie ist. Nee, nee, nee. Stiefvater? Sorgen? Da ist doch Geld eher. So, der Brief von Hosmer Angel wurde getippt und weist Buchstabenfehler auf. Und der Brief vom Stiefvater weist ganz dieselben Fehler auf. Eine Schreibmaschine natürlich, das müssen wir gar nicht mehr durchlesen. So, dann heimlich tuerischer Mann. ja, das ist allerdings etwas merkwürdig. Mary Sutherland weiß nicht einmal, wo er wohnt. So, die beiden gehören eindeutig noch zusammen. Mary hatte die Gelegenheit, zu anderen Menschen Kontakte zu knüpfen, ohne dass ihr Stiefvater davon wusste. Das ist die Gelegenheit, die aus diesen zwei Schlüssen herauskommt. Na gut. Ich glaube, achso, wir haben noch hier diese zwei Sachen. Heimlich tourischer Mann und die Geschäftsreisen. Mal gucken, was hier jetzt rauskommt. Seltsames Verhalten. Aus irgendeinem Grund traf sich Hosmer Angel nur dann mit Mary, wenn ihr Stiefvater auf Geschäftsreise war.
Oder Marys Stiefvater weiß nichts von ihrer Beziehung zu Hosmer Angel. Mr. Angel ist ein zurückhaltender und schüchterner Mann, der Mary keine Probleme bereiten wollte. Ja, schüchtern ist ja gut, ne, wenn er schüchtern ist, aber warum verheimlicht er dann jede Adresskundgabe? Vielleicht sind einfach beide fies. Ja? Sowohl der Liebhaber als auch der Stiefvater. Marys Stiefvater lügt. Er ging nicht auf Geschäftsreise, als er herausfand, dass Mary ihm nicht gehorcht. Oder Marys Stiefvater ging auf Geschäftsreise, was Mary die Gelegenheit bot, sich heimlich mit Hosmer Angel zu treffen. Hä? Mary hatte die Gelegenheit, zu anderen Menschen Kontakt zu knüpfen, ohne dass ihr Stiefvater davon wusste. Ja, Gelegenheit auf jeden Fall. Hier haben wir gesagt, aus irgendeinem Grund trafen sich Hosmer Angel nur dann mit Mary, wenn ihr Stiefvater auf Geschäftsreise war. Daraus folgt... Ach so. Woher weiß der Stiefvater sozusagen, dass... Aber ich meine, sie ist verlobt, natürlich weiß er das. Keine Ahnung. Och. Der Betrüger Hosmer Angel. Wenn ich das jetzt hier anders mache. Windybank ist Angel. Ah, der Vater ist der Angel selbst. Das kann ja auch nicht sein. Der hat sich doch mit dem getroffen. Alter, ich bin so verwirrt. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz hier reingehen. Wer war denn jetzt Windybank? Ist das der Vater gewesen? Konnten wir noch irgendwo Dialoge angucken? Dialoge. Also, ich komme zu Ihnen, Mr. Holmes, weil ich herausfinden muss. Ich werde das mal ganz kurz nochmal rekapitulieren und dann werde ich mal. Mein Vater, Mr. Windybank, unternimmt nichts. Das macht mich so wütend. Mr. Windybank ist sicher Ihr Stiefvater, Ihr Name nicht gleich sind, ja. Tja. Meint denn der jetzt irgendwie, also soll das sein, dass der Stiefvater sich mit ihr getroffen hat und sie das nicht mitbekommen, weil er sich so gut verkleidet hat? Die haben sich doch mal gesehen, oder nicht? Oder haben die nur geschrieben? Das macht mich wahnsinnig, dieses Spiel. Das war jetzt schon ein paar Mal so, dass ich echt keine Ahnung hatte, was ich hier jetzt... Ich lese das jetzt nochmal ganz kurz durch. Bis gleich. Also, liebe Leute. Ich glaube tatsächlich, Windybank ist Angel ist das Richtige. Ja? Ich habe jetzt nochmal gerade den Dialog durchgegangen. Ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz präsent haben, aber sie hat gesagt, erstens, dass der Stiefvater nicht wesentlich älter ist als sie. Das kommt einmal durch. Dann ist sie natürlich kurzsichtig, was erklären würde, dass sie vielleicht den Typen, also wie heißt der noch? Hosmer Angel, ja, Mr. Angel, also nicht unbedingt wiedererkannt hat. Außerdem hat sie ihn auf einem Maskenball kennengelernt. Ist aber dann mit ihm spazieren gegangen und direkt beim ersten Spaziergang schon haben sie sich verlobt. Währenddessen war Mr. Windybank auf Geschäftsreise und er wollte nicht, dass sie zu dem Ball geht. Also das spricht alles dafür. Trotzdem, ja, wer, also Stimme, ja, Geruch,
Gefühl und also nicht, nein, man wird doch nicht, also ha. Ja, Marys Stiefvater Mr. Windybank nahm die Tarnidentität von Mr. Hosmer Angel an, damit seine Stieftochter samt ihrem Vermögen weiterhin in seinem Haus lebt. Wir verschweigen die Wahrheit. Es würde Mary Sutherland großen Schmerz zufügen, die wahre Identität von Hosmer Angel zu erfahren. Oder wir sagen die Wahrheit. Mary Sutherland ist eine ehrliche und liebenswerte junge Frau, die das Recht hat, ihr eigenes Leben und ihre Sexualität zu entdecken. Sie verdient es nicht, auf diese Art hintergangen zu werden. Definitiv. Entscheidung bestätigen. Jetzt bin ich mal gespannt. Lassen Sie Mr. Angel aus Ihrer Erinnerung verschwinden, so wie er aus Ihrem Leben verschwunden ist. Sie denken, ich sehe ihn nie mehr wieder? Ich fürchte nicht. Aber was ist mit ihm geschehen? Ihr Stiefvater hat Ihre Mutter wegen des Geldes geheiratet und auch Ihr Vermögen gerne genossen. Aber angesichts Ihrer Vorzüge war es klar, dass Sie nicht viel länger ledig bleiben würden, auch wenn er Sie am Ausgehen gehindert hat. Er verkleidete sich und tauchte als Mr. Hosmer Angel auf. Er brachte sie fast bis zum Altar und verschwand, bevor es ernst wurde. Sein Ziel war, dermaßen grob mit ihren Gefühlen zu spielen, dass es einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlässt. Sie wurden schändlich betrogen, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes! Nein, das glaube ich nicht! Wir haben uns doch verlobt! Das ist ja furchtbar! Oh. Aber dennoch vielen Dank für alles, Mr. Holmes. Holmes, das wäre auch diplomatischer gegangen. Schnauze, Wild. In der Nacht. Es geht weiter. Dieser Fall ist noch nicht gelöst. Oder vielleicht schon? Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Was ist nur los? Was zur Hölle? Es ist alles in Ordnung? Mein Gott. Gehen Sie in Ihre Wohnung und bleiben Sie bei Kate. Was zur Hölle ist hier passiert? Das hier tickt. Oh, oh. Ja, lass dir ruhig noch ein bisschen mehr Zeit. Untersuchen, entfernen. Ich dachte, es wäre ein Wecker. Das hier tickt. Dann kann ich das irgendwie sonst. So, Aktion auswählen. Ah, untersuchen. Alles klar. Ich sehe Kabel. Sie könnten mit dem Deckel verbunden sein. Ja, das sind sie auch, wie wir es wissen. So, vorsichtig öffnen oder entfernen. Ich mache mal vorsichtig, mal gucken, ob das besser geht. LOL. Das ist wirklich ein Wecker. Und es ist kurz vor 12. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Ja, schön. An der Glocke und am Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Schön. Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Okay. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Na, dann sollten wir doch einfach beides gleichzeitig zerschnibbeln. Dynamit. Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. Nice. Na dann. Also. Der Sekundärkreislauf. Ich habe keine Ahnung. Batterie, Sekundärkreislauf. So, jetzt muss ich noch
Das war der eine Sekundärkreislauf. Jetzt muss ich das andere blaue Kabel einfach noch wegmachen, oder nicht? Das hier. Oh. So, jetzt kann das Ding doch nicht mehr funktionieren. Ich war alles durch. Ey, wenn das jetzt noch hochgeht, dann... Ah, hier sind noch welche. Nee. Ach, easy. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Aha, ein Zeuge. Mann, ich mag ja diesen Mr. Wild. Ich finde, der ist super. Der ist sehr lustig. Kannst du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Sehen wir uns jetzt einmal die Jacke an. Oh ja. Hier ist sie. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Hier ein Penny. Sehr gut. So, das ist ja so aufregend gewesen, ja? Wir haben eine Bombe, zuerst eine junge Frau mit Liebeskummer und dann eine Bombe. Ich glaube, das ist genug für eine Folge. Wir werden hier eine kleine Pause machen. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss.